Hallo und herzlich willkommen auf GameKontrast.de. Wir sind wieder zurück. Mein Name ist Gerrit und neben mir sitzt auch noch die wunderbare Rena. Hallo! Und heute soll sich alles um PC-Hardware drehen, beziehungsweise um Gaming-Hardware. Und da hatten wir auf der Gamescom 2018 einen Termin bei Speedlink und konnten uns einige wunderbare Sachen anschauen, die jetzt in den nächsten Monaten Stück für Stück released werden. Und vielleicht kannst du den Zuschauern mal kurz erzählen, was wir dort alles gesehen haben. Also erstmal war es ein wunderschöner Spielplatz für Gamer, muss man gleich mal so sagen. Also es war natürlich alles wunderschön hingestellt. Es waren im Groben jetzt erstmal gesagt Mäuse, Tastaturen, wir hatten ein Soundsystem zu stehen, wir hatten einen richtig schönen Gamerstuhl zu stehen. Auch viel Zubehör für Switch unter anderem, PlayStation 4, Xbox One habe ich jetzt nicht gleich gesehen, aber war garantiert da. Verschiedene Modelle, alles drum und dran, in den typischen Speedlink-Farben, meistens rot-schwarz gehalten. Aber wir haben eben gerade die neuesten Modelle vorgestellt bekommen, unter anderem bei den Tastaturen und Mäusen die Oreos-Serie. Geht darum, es ist eine mechanische Tastatur war mitunter dabei. Gleich vorab, die kostet unter 100 Euro und die hat optisch schon einiges hergemacht. Jetzt nicht bloß die Effekte, weil es handelt sich dabei um eine Ringbogenbeleuchtung. Also hauptsächlich und natürlich mit sehr vielen Einstellmöglichkeiten. Also man konnte eine bestimmte Farbe machen, man konnte bestimmte Tasten anwählen in verschiedenen Farben. Gerade eben, wer dann einen Shooter spielt und mit bestimmten Kürzeln arbeitet, konnte sich die dann eben so ein bisschen hervorheben. Den einen Part dann in grün, den anderen rot, keine Ahnung, wie man halt Lust hatte. Denn gab es dazu auch, um kurz gleich abzuschweifen, noch die passende Maus und auch das passende Mauspad. Wenn man alle drei Produkte hat, ist man immer noch unter 200 Euro dabei und man kann alle zusammen synchronisieren, dass eben wirklich die ganzen Effekte, die man einzeln nochmal über die Software einstellen kann, miteinander harmonieren. Also man konnte zum Beispiel, gab es dann den Begriff Snake, dann ist dann immer das alles links, rechts, links, rechts, links, rechts, immer die Beleuchtung wirklich eben gerannt. Wie die Schlange in Snake. Ganz genau. Wir hatten dann Rain Warps, dann ist eben wirklich, oder nur Rain, dann ist eben immer einzeln eine Taste irgendwo aufgeleuchtet und ist dann wieder abgedimmt und dann ist die nächste aufgeleuchtet, wie eben halt Tropfen, die gerade auf den Boden fallen. Und gerade wenn man eben eine andere Farbe eingestellt hat, mit schneller oder langsamer oder eben mit der Lichtintensität, ist die Maus und eben das Mauspad dann hat sich da so ein bisschen so rangeschmiegt, dass das alles wirklich harmonisch gepasst hat und wunderbar aussah. Also ich glaube auch alleine da habe ich 20 Minuten mit der Software gespielt, alles ausprobiert, alle Farben. Man konnte eben wirklich auch mal ganz explizit sagen, seine Farbe mit den Codes oder eben mit der Farbtabelle. Und das wurde auch richtig gut umgesetzt. Natürlich waren wir bei Tageslicht da, im Dunkeln wirkt es richtig. Und auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere wieder sagt, ja, braucht man das wirklich? Ich sage ja. Ich brauche ein Ambiente, wenn ich gerade so meine RPGs zocke. Es muss einfach leuchten, blinken und es muss einfach passen. Weil ich habe auch eine farbliche Soundbox. Es muss einfach, überall müssen Effekte sein. Und mir hat es super gefallen. Und auch bei der Tastatur, um da wieder drauf zurückzukommen, die Anschläge waren richtig fein und sauber. Natürlich, mechanische Tastatur habe viele Vorteile, aber auch das Säubern selbst, das ist immer bisher das Problem gewesen, dass ich dann mir dafür dann bestimmte Reinigungsmittel geholt habe oder eben mein Geheimtipp mit Klebestreifen zwischen die Tasten gehen, braucht man da natürlich nicht, man zieht die Taste einfach ab, das ging auch wirklich kinderleicht und ruckzuck Tastatur gereinigt. Generell war wieder so eine Armlehne, konnte man eben auch wirklich alles gut abstützen. Das war sehr hochwertig, weil da hatte ich in der Vergangenheit auch ein paar Probleme im Schmutzempfindlichkeit oder hat doch nicht so ganz gepasst oder waren Elemente eingearbeitet, die dann doch an einigen Stellen gestört haben, war diesmal gar nicht der Fall. Und man hat auch wirklich gesehen, man hat nicht irgendwelches billiges Plastik verwendet, sondern wirklich hochwertiges Material. Und wenn man wirklich diese Tastatur benutzt hat, die gesehen hat und dann dazu den Preis kennt, kann man sagen, vom Markt her gibt es für mich jetzt, soweit wie ich es weiß, nichts Vergleichbares. Also da war ich wirklich sehr positiv überrascht und das wäre auch eine Tastatur, die ich mir bei mir zu Hause vorstellen könnte. Genau, man sollte vielleicht noch erwähnen, das sind natürlich jetzt keine Features, die man so noch nie irgendwo gesehen hat. Es gibt Hersteller, die haben das schon mal gemacht oder die bringen es auch, aber man muss natürlich auch mal sehen, dass die Qualität bei Speedlink immer gut und vergleichsweise günstig ist im Vergleich zu anderen Herstellern.
Und ich persönlich hatte schon sämtliche Tastaturen, wo man auch natürlich die WASD-Tasten quasi beleuchtet hat. Aber man hat auch andere Spiele und vielleicht nutzt man auch nochmal ganz gerne die Space-Taste, die Pfeil-Tasten oder die F-Tasten für irgendwelches Inventar, wie du schon mal eben gesagt hattest, bei Rollenspielen zum Beispiel. Und da ist es schon ganz nützlich, wenn man auch sich seine eigene Legende zusammenlegt und die zum Beispiel rot unterlegt, die Pfeiltasten oder die Steuertasten blau unterlegt oder grün oder wie auch immer. Das haben natürlich andere Hersteller auch, aber halt nicht zu dem Preis von unter 100 Euro. Und das qualitativ natürlich. Das ist so ein schönes Aluminiumgehäuse. Und mit Armlehne, also mit Lehne für die Fingerballen, damit du sie wirklich schön abstützen kannst. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und qualitativ hat es einfach mich auch angesprochen. Und ich bin da auch genauso bei dir, also alles, was leuchtet, muss sowieso dann irgendwie mal mehr oder weniger in mein Wohnzimmer. Nee, aber das fand ich, dieses Zusammenspiel aus nützlichen Features, ordentlicher Qualität und einem ansprechenden Preis, das hat hier für mich auch auf jeden Fall den Ausschlag gemacht. Man muss dazu auch sagen, man kann dann bei der Software auch verschiedene Profile gleich einstellen, dass wenn zum Beispiel jemand dann einen Gast hat, zum Beispiel jetzt Gerrit sein Bruder und der möchte auch mal irgendwie sein Spiel spielen, der kann sich ein eigenes Profil anlegen und dann swipet man bloß zwischen den Profilen umher und hat dann gleich so seine Ureinstellung, wenn man halt bestimmte Effekte besonders mag. Da eben auch noch die passende Maus dazu, war noch eine nette Idee, man konnte dort die Seitenteile abnehmen, die waren magnetisch. Und zum Beispiel gab es dann eben ein Seitenteil für eine Daumenablage oder eben ohne. Klingt es nicht so, warum, weshalb, wieso? Man muss aber wirklich bedenken, ich beispielsweise bin Linkshänder. Ich brauche keine Daumenablage auf der linken Seite, rechten Seite, linken Seite. Ich weiß es schon gar nicht, ich brauche sie ja einfach nicht. Weder noch, du brauchst Weder keine noch. Maus. Ich kann zwar auch rechts mit der Maus umgehen, aber ich brauch's trotzdem nicht. Und für mich natürlich dann wirklich praktisch, gerade weil bei mir mal die Maus links, mal rechts ist, meistens aber links, kann ich wirklich dementsprechend das anpassen. Einfach kurz abziehen, wir gingen auch hinter leicht. Wieder ab, raufstecken das andere Teil, was ich gerade benötige, und fertig war die neue Maus. Und natürlich auch dann seitlich mit den ganzen Regenbogeneffekten oder halt die Farbe, die man am liebsten mag. Dann ist die auch mit Dimmeffekt und alles und Intensität. Also wunderschöne Spielzeuge. Natürlich kann ich jetzt an sich noch nicht sagen, wie die sich jetzt im Spiel anfühlt, auch bei der Tastatur nicht, weil wir haben uns die Hardware nur so erstmal angeschaut, ein bisschen probiert. Also funktioniert tut natürlich alles. Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, mit bestimmten Einstellungen für seine Spiele, das klappt garantiert optimal. Also ich habe da überhaupt gar keine Bedenken. Und wir hatten ja auch alles am PC direkt dran und alleine schon mit der Maus die Einstellungen hin und her gestellt. Die hat sich also wirklich gut angefühlt. Die ist ganz weich über das Pad. Und eins muss ich sagen, es gab auch noch ein Mauspad, das war dann tatsächlich noch flexibel. Das war aber trotzdem mit Beleuchtung. Da hat man einfach den Lichtschlauch wirklich an die Ränder genäht und dadurch konnte man wirklich das Mauspad weiter einrollen, mitnehmen. Und trotzdem brauchte man auf seine bei uns beliebte Beleuchtung nicht verzichten. Ja, genau. Und auch nochmal kurz auf die Mäuse zu sprechen zu kommen. Was mir aufgefallen ist, sie waren matt und eigentlich deutlich pflegeleichter als die letzten Mäuse, die ich habe. Also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ich habe eine Maus von einem großen Hardwarehersteller in Klavierlack. Und wer das schon mal kennt, man hat einen Gamerabend, man hat sich die Nachos daneben gestellt, man wischt sich die Hände einfach nochmal schnell in der Hose ab. Aber diese Schlierstreifen, die kriegst du echt am nächsten Tag mit irgendeinem Reinigungstuch erst wieder mühsam wieder runter vom Klavierlack. Und ich bin echt am Überlegen, mir demnächst auch mal wieder eine neue Maus zu kaufen. Und unabhängig jetzt davon, ob sie vielleicht von Speedlink ist oder nicht, aber sie sollte auf jeden Fall matt sein und schnell abwischbar sein, weil es auf jeden Fall deutlich pflegeleichter ist. Das ist mir zumindest auf diesem Event bzw. bei diesem Termin nochmal wieder für mich persönlich auch wieder bewusst geworden, dass es auch deutlich vorteilhafter ist, wenn ich mich zumindest dahingehend mal wieder ein bisschen mehr auf matte Oberflächen besinne. Und das ist natürlich auch einfacher, wenn du diese Platten an der Seite, diese Magnetplatten wieder abnimmst. Auch mit vielleicht einem Wattestäbchen, so ein bisschen filigran. Man hat es nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, hast du immer so kleine Schweißränder von den Fingern. Lässt sich nicht vermeiden, aber kommst einfach einfacher ran und kannst es einfach schneller wieder reinigen. Einfach mal eben schnell auch ein bisschen abwaschen, zack, ran und du hast wieder deine Maus komplett. Das sind natürlich nützliche und praktische Features. Über die macht man sich vielleicht jetzt im ersten Moment gar nicht so die großen Gedanken, aber sie kommen einfach im Laufe des Jahres oder wann auch immer mal wieder. Dann denkst du, oh, jetzt wäre es doch ganz nützlich, wenn dann da mal sowas wäre. Und das fand ich sehr, sehr cool, muss ich sagen.
Und natürlich hatten wir auch noch was anderes gesehen, und zwar einen Retro-Joystick. So ein bisschen hat man sich dann so an alte Atari-Zeiten zurückerinnert gefühlt. Ist natürlich, wir sehen auch hier bei uns zum Beispiel die Retro-Konsolen. Das ist jetzt so diese Retro-Welle, die jetzt schon seit einiger Zeit anhält. Und dieser Joystick, der hat auch eine Anzahl, also einige Retro-Spiele quasi intern gespeichert. Und kann man dann auch an Monitor oder an Fernseher anschließen. Und da kannst du unterschiedliche, so ähnlich wie Summer Games, so alte Klassiker, und dann war schon ziemlich cool gemacht. Und diese gesamten Button-Smashing-Aktionen, so auch Beat'em-Ups wie damals, das war schon ziemlich cool. Wann der kommen wird, müssen wir nochmal in Erfahrung bringen. Der ist aber, meine ich, auch noch nicht draußen. Der wird jetzt auch demnächst irgendwann erst Ist kommen. aber alles für dieses Jahr geplant. Alles, was wir da gesehen haben, kommt dieses Jahr definitiv noch. Genau, also da werden wir uns nochmal informieren. Kommt aber, wie gesagt, alles dieses Jahr raus. Und wir haben auf jeden Fall eine breite Palette an neuen Sachen sehen dürfen, testen dürfen, schon mal anschauen dürfen. Und es war sehr informativ, muss ich sagen. Wir haben wirklich da sehr viel mitnehmen können. Und du wolltest auch was sagen? Ja, natürlich. Du vergisst den Gamerstuhl. Da wäre ich gleich drauf gekommen. Ach, na, das Oh. wollte ich jetzt vorwegnehmen, weil er sah nicht nur edel aus, es war wieder rot-schwarz. Also wirklich eben die Speedling-Farben. Und ja, man sitzt natürlich Probe, das wollten wir uns nicht entgehen lassen und ich wollte da nicht mehr rauskommen. Das Besondere, klar, kennt man alles. Jeder sagt immer, sein Stuhl ist besonders, aber da war noch sozusagen Kissen eingearbeitet im Nackenbereich, im hinteren Rückenbereich, im unteren Rückenbereich. Und ja, gerade wenn man ein kleines Hohlkreuz hat, also ich habe mich gleich wohlgefühlt, ich wäre damit am liebsten rausgerollt. Der war wirklich richtig gut. Vor allem muss ich auch sagen, er hatte Armlehnen. Das Gute daran war für mich, das habe ich gleich so festgestellt, die war nicht gepolstert. Klingt jetzt erstmal negativ, ist aber positiv, weil ich dort die größten Verschleißerscheinungen immer habe. Weil man sich immer irgendwie abstützt und dann wird das zusammengedrückt und dann kommen die ersten Risse oder die Naht ist nicht mehr so schön. Und das war Plastik gehalten, aber auch nicht unbedingt billig Plastik, auf keinen Fall. Das war wirklich trotzdem angenehm. Also es hat nicht geschrammt, nix. Und man konnte die auch noch mal individuell einstellen, weiter nach vorne, weiter nach hinten, seitlich, wie man es gerade wollte. Das habe ich bei meinem leider auch nicht. Und auch eben wirklich diese Kissen, die damit eingearbeitet waren, die konnte man durch den Gurt auch noch mal ein bisschen individueller verstellen, weil für mich mit 1,70 Meter waren optimal. Die anderen hatten dann so gerade im Nackenbereich das nicht mehr ganz so auf ihrer Höhe, aber ein paar Handgriffe und fertig war's. Auch die Rollen, die mal gerollt. Unten die Verarbeitung war gut. Allgemein, die Nähte waren sehr gut verarbeitet. Das Logo war drauf. Da haben wir auch noch ein paar Bilder. Und der Stuhl war über 300 € angesiedelt. Aber man muss sagen, also für das, ich glaube, da hält man wirklich mal so seine 10 Stunden Diablo aus. Jeden Fall. Ohne große Probleme. Also das ist wirklich so einer, wo man sich wohlfühlt und wo man bedenkenlos aufstehen kann, ohne gleich Schmerzen befürchten zu müssen, weil manchmal ist es wirklich so, wenn man sich bestimmt solche Sessel so ein bisschen reinpflegelt und so mal weiter vorne sitzt, mal weiter hinten sitzt, kommen da schon so ein paar Ermüdungserscheinungen vom Körper her, aber ich glaube, bei dem hat man so nach ein paar Stunden immer noch Spaß und kommt leicht raus. Wie, naja, man kommt leicht raus, man möchte es halt nicht, weil er so bequem ist. Aber ich fand den jetzt wirklich für mich persönlich richtig toll. Und ich glaube, die anderen, die alle drin saßen, hatten da auch so. Also die Augen haben alle geleuchtet. Ich denke mal, da möchtest du vielleicht auch noch zu dem was sagen, weil du saßt ja auch nicht gerade kurz drin. Das stimmt. Ja, wir hatten das Glück, ihr hattet ja schon den Termin vorher und wir sind dann einfach noch mit hineingeschneit sozusagen und wir wurden dann noch mit in den Bereich bei Speedlink quasi hineingeführt. Und das Erste, was mich dann halt angelächelt hat, war dieser Stuhl und ich sollte mich auch gleich hinsetzen und es war wirklich sehr bequem. Es ist hinten so in diesem Steiß, im unteren Rückenbereich halt noch ein Kissen mit eingearbeitet. Es ist wirklich sehr, sehr bequem. Und ich persönlich habe auch schon viele, viele Stühle, auch Bürostühle mal schon mein eigen genutzt. Ich habe den letzten, habe ich jetzt unten im Keller, glaube ich, stehen. Und das Erste, was bei mir immer passiert ist, ist entweder die Hydrauliksäule oder die Räder unten, die klackern und die nachher entweder brechen oder die abfallen oder irgendwas, was irgendwie immer klackert, wenn man einen Stuhl hin und her schiebt. Und während du das fachmännische Gespräch hattest, bin ich im Hintergrund immer hin und her und hin und her gerollt und habe geguckt, da muss doch irgendwas dran sein. Aber nein, da war wirklich solide verarbeitet, war wirklich gut. Und auch wie du schon sagtest, es ist zwar Plastik,
Aber es ist abgerundet. Es sind keine Nähte, keine Plastiknähte oder keine spitzen Ecken, wo man irgendwie schrammt oder wo du irgendwie jetzt einen Abdruck in der Haut kriegst. Und auch, dass du die Lehne mit einem Knopfdruck nach vorne oder nach hinten schieben kannst, fand ich ein ziemlich cooles Feature, weil andere, die haben ganz gerne die Lehne vorne, weil sie gerne den Unterarm ablegen. Andere, so wie ich, die haben aber lieber den Ellbogen abgestützt. Die können es dann wieder nach hinten verstellen mit nur einem Knopfdruck. Und das war schon ziemlich cool. Mein großes Problem ist, ich habe keinen Schreibtisch, ich habe auch kein Gamer, kein Du hast auch kein ich Internet. habe auch kein Internet, nein. Aber ich würde mir tatsächlich überlegen, so ein Stuhl, allein schon von der Bequemlichkeit her, wenn ich den jetzt mal mit meinem Bürostuhl vergleiche, das ist schon nochmal was anderes. Nicht nur diese Race-Optik finde ich ziemlich ansprechend, da gibt es auch viele, viele andere Stühle natürlich. Aber da muss ich sagen, ich habe mich wirklich in der ersten Sekunde sehr bequem aufgehoben gefühlt in diesem Sitz und kommt auch dieses Jahr im Oktober, meine ich. Ja, auf jeden Fall im Herbst. Genau, so Herbst um den Dreh. Und ja, es war sehr interessant auf jeden Fall, hat auf jeden Fall uns sehr überzeugt. Und ja, ich würde sagen, jederzeit wieder. Ja, also diesen Stuhl hätten wir, wie gesagt, gerne gleich mitgenommen. Was ich sagen muss, ob es das Rot jetzt jedem gefällt, weiß ich nicht. Vielleicht sagt Speedling irgendwann, auch wenn natürlich Rot deren Farbe ist, vielleicht kommst du noch in anderer Farbe oder komplett schwarz. Ich meine, mir persönlich würde es gehen, weil ich habe auch einen roten PC. Und man kann ja die Tastaturen ja auf Rot einstellen. Aber es kann eben sein, dass da eben vielleicht ein oder andere sagt, ah, das will ich jetzt so nicht haben. Aber ansonsten so von der Verarbeitung, von dem, was er kann, optimal. Zu den Preisen selbst werde ich dann im Nachgang gerne nochmal auf meinem Blog ein paar Sachen veröffentlichen, weil wir wollen euch jetzt nicht genau einen Preis nennen, weil ich denke mal, auch da wird vielleicht nochmal intern ein bisschen kalkuliert, was möglich ist. Und deswegen da jetzt erstmal bloß eine grobe Äußerung unsererseits. Und dann, um da nochmal zurück aufs nächste zu kommen, gar nicht mal zurück, sondern eigentlich noch etwas. Wir hatten noch ein Soundsystem. Haben wir uns auch nochmal kurz angeguckt. Da war auch so mehr die optische Überzeugung. Den Klang hatten wir, hattest du da Klang? Super. Nee, also wir hatten, hauptsächlich geht es da mehr um die Optik, die wir uns da anschauen konnten. Und die war so auf Carbon gemacht. Es ist aber aus Holz, muss man sagen. Die ist optisch Carbon, aber es ist wirklich aus Holz, diese Box, um wirklich diesen Klang da nochmal schön wiedergeben zu können. Auch da werden wir dann nochmal ein bisschen Textform veröffentlichen dazu und jetzt noch gar nicht mal wirklich als Äußerung, weil natürlich muss man auch jetzt fairerweise sagen, wir waren in einem kleinen Raum. Es war alles so ein bisschen abgeschottet und jedes Geräusch, alles was ausgegeben wird, wirkt anders in kleinen Räumen als in großen Räumen. Und da wollen wir mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwann nochmal auch vielleicht sogar einen eigenen Test machen können. Da arbeiten wir mit Speedlink natürlich auch wirklich eng zusammen und muss auch in dem Falle sagen, der Termin war wirklich sehr, sehr angenehm. Auch vielen Dank da an André nochmal, dass er sich auch die Zeit genommen hat und wirklich auf jedes Gerät, jede Maus, jede Tastatur explizit eingegangen ist und auch wirklich jedes Feature nochmal uns gezeigt hat. Also alles, was der Hersteller verspricht, wurde auch wirklich gleich gezeigt, umgesetzt und wir durften wirklich. Jeder durfte so irgendwas ausprobieren. Also da ging nicht, um Gottes Willen, nicht anfassen, nicht raufsetzen und nimmt mal ein bisschen Abstand. Nee, gar nicht. Wir durften wirklich alles von A bis Z ausprobieren und hatten wirklich unseren Spaß. Ja, und dann natürlich ein vielen Dank an Speedlink. Das nächste Mal soll es sich dann um Joule Performance drehen, um Gaming-PCs. Und ja, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Das nächste Mal werde ich dann hier sitzen. Du wirst dann das übernächste Mal wieder mit dabei sein. Dann bei Gamewares. Ja. Da, glaube ich, waren Sitzsäcke mit am Start. Da waren Sitzsäcke. Und also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen in den nächsten Tagen. Da geht es weiter mit Hardware von der Gamescom. Und für heute soll es das aber gewesen sein. Ich verabschiede mich. Ich bin Gerrit von GameContrast.de und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.